gestern war Ruhetag. Da war nur ein bisschen Anreise und Kaufland mit neuem Grillfleisch eindecken. Heute gehen wir... Der Wechsel von böhmischer Schweiz in die Sächsische. Ah ja, Grenzübertritt war auch noch. Ja. Wir sind raus aus Tschechien, wir sind zurück in Deutschland. Heute besuchen wir ein touristisch nicht ganz so erschlossenes Objekt, die Bastei in der Sächsischen Schweiz. Ja, diese Felsenbrücke. Bestimmt sind wir da ganz alleine, weil das kennt kaum einer. Wenn ich mir die Parkplätze und Shuttlebusse hier anschaue. Hinab zu den Schwedenlöchern. Leute verrecken schon oben, weil es geht 600 Stufen hinunter. Und wenn man von der falschen Richtung startet, geht es halt 600 rauf. Und dann muss man oben sterben. Wir gehen immer noch bergab. Taps, taps, taps. Ganz angenehm. Ganz Blick, hier unten ganz kaputt. So, Spaß vorbei. Wer hinabgeht, muss auch wieder hinauf. Ja, irgendwie waren wir der Meinung, es gibt zwei Wege. Ja, die nur bergab gehen. Haha. Weiter geht's bergauf. Was sagen Sie zu dem Ausblick? Wunderschön. Wunderschön. Und sieht ganz anders aus als die Elbe zu Hause. Ja. Unser Heimatfluss. Ja, sehr schön hier. Wetter passt, alles gut. Na, gucken wir mal, was das hier ist. Hauptsächlich wohl der Ausblick auf die Bastei. Oh na, hier. Steinkugeln. Die wurden auf die Feinde geschmissen. Thank you.
besonders schnell gequert, die hohe Brücke. So, wie zu erwarten war, sind wir ganz alleine hier, weil das der absolute Geheimtipp ist.